Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel und du, ja genau du, bist auf dem Kanal von Tatort Technik gelandet. Yay, es ist wieder Samstag. Samstag gibt's ein neues Video von mir. Für alle, die es noch nicht wissen, immer samstags, meistens um 9. Außer wie das letzte Mal, wo mir das Internet so ein bisschen abgekackt ist. Und ja, Apple Sim übrigens, wen es interessiert, findet ihr dann am Ende des Videos auch nochmal eine kleine Information zu dem Video, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Ja, heute soll es aber hier um dieses gute Schmuckstück gehen, und zwar ist das der Apple Pencil. In diesem Teil mal das Unboxing, also was ist eigentlich drin im Karton, was kriegen wir denn alles mit von Apple? Ist das vielleicht etwas mehr? Wer weiß. Kriegen wir noch irgendwas dazu? Lassen wir uns überraschen. Ich sage in diesem Sinne viel Spaß beim Video. Yay! Und noch ein überteuertes Spielzeug zum Auspacken. Ihr seht schon, Apple Pencil. So schaut das gute Teil von oben aus, so von der Seite. So von der anderen Seite, ihr seht schon, Apple Pencil, so von da und so von da, also nichts Spektakuläres, gewohnte Apple-Verpackung. So schaut die Rückseite aus, ihr seht schon, da gibt es nochmal ein paar kleine Hinweise, nicht wegschmeißen, CE. Und das Recycling-Zeichen und natürlich hier oben Seriennummer und Designed in California, ganz wichtig, ein Aufkleber drauf. Und hier gibt es nochmal einen kleinen netten Hinweis, dass man das Pencil-Teil in das iPad so reinstecken soll. Jetzt ist mir doch gerade tatsächlich nicht der Name von dem guten Ding eingefallen. Wir pellen es mal wieder aus seinem Plastik raus und schauen uns das mal an. Ich habe mir ja einen iPad Pro bestellt, und zwar die kleine 9,7 Zoll Variante. Und zu dem iPad Pro habe ich mir jetzt auch noch einen Apple Pencil bestellt. Und ich kann euch sagen, das ist der teuerste Bleistift, den ich in meinem ganzen Leben je gekauft habe. Denn tatsächlich kostet das Teil geschlagene 109 Euro. Und an dieser Stelle natürlich auch mal wieder Dankeschön an niemanden außer an mich selbst, dass ich mir das Ding gekauft habe. So, so schaut die Packung aus. Apple typisch weiß, ihr seht schon. Und dann schauen wir mal, wie es aufgeht. Da ist so eine Lasche, sehe ich gerade. Und dann ziehen wir die... Oh, Magic. Dann ziehen wir das mal raus. Designed by Apple in California. Oh. Also jetzt wird die Marke natürlich noch mehr gelebt, ja, da ist nichts mehr drin, würde auch wundern. Dann packen wir das gute Ding mal aus. Tadadada, da haben wir auch schon den Apple Pencil. Hier ist noch irgendwas drin. Schauen wir mal. Ah, ihr seht schon, da ist eine Ersatzspitze drin und es ist ein Connector, ein Männchen, Männchen, nein, Schmarrn, ein Weibchen, Weibchen, damit man quasi den Apple Pencil ein bisschen am normalen Lightning-Kabel laden kann und ihn nicht am iPad laden muss. So, ihr seht schon, so schaut das aus. Das ist da hinten so auch mit so einer Folie drüber gemacht. Dann kann man das da rausziehen. Eigentlich ganz nett gemacht, muss ich sagen. Dann, was haben wir denn hier noch? Apple Pencil und wahrscheinlich noch eine kleine Beschreibung. Ja, genau, Lightning-Connector und Fast Charge and Pair. Also schnelles Laden und Verbinden, indem man das ans iPad ansteckt. Wie das dann funktioniert, zeige ich euch natürlich auch noch in einem Video. Dann schauen wir mal schnell, was auf der Rückseite noch so Schönes draufsteht. Also ihr seht schon, der Connector für die, wenn man das an ein normales Lightning-Stromkabel anschließt und natürlich nochmal, dass man die Spitze austauschen kann und in welche Richtung man drehen soll. Ja, Sicherheit und Handling, Garantiebestimmungen, brauchen wir alles nicht. So, hier kommt er, der Pencil. Der teuerste Bleistift der Welt. So, wir nehmen das gute Ding raus. Also ihr seht schon, man kann es da an diesem Plastikding rausnehmen. Darunter ist nichts. Warum bin ich? Und da haben wir dann schon den Apple Pencil. Und zwar in schicker Klarsichtfolie, wieder mal eingewickelt, so wie man das kennt. Wir entfolieren ihn mal, das gute Stück. So, weg mit dem Plastik. So schaut das gute Teil aus. Kann ich euch gleich was zeigen? Der rollt nämlich nicht vom Tisch, der ist nämlich tatsächlich unwuchtig gestaltet. Das heißt, der pendelt sich immer wieder aus. Seht ihr auch dann daran, dass nämlich hier oben das schöne Apple Pencil Logo, ich hoffe, man kann es jetzt wirklich gut erkennen, seht schon Apple Pencil da oben in den Edelstahlring mit eingelasert, beziehungsweise in den verchromten Ring. Sieht wirklich geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, der erste Eindruck ist, das liegt tatsächlich auch unheimlich gut in der Hand, das Ding. Also im Prinzip wie ein Bleistift. Aber wie gesagt, das ist der teuerste Bleistift, den ich wahrscheinlich je in meinem Leben gekauft habe. So, also fühlt sich wirklich toll an, ist eine nette Haptik bis jetzt. Wir werden es dann mal im Test sehen, wie das dann so funktioniert. Hier oben übrigens mit einer Spitze, die auf Druck reagiert. Und aber zum Apple Pencil, dann gibt es noch mal mehr Stuff und warum ich mir das Ding gekauft habe. Und ja, dazu dann später mal mehr. Dann machen wir mal weiter. Und was gibt es hier noch so Schönes zu sehen? Und zwar hinten ist eine Kappe drauf. Wenn man diese Kappe abzieht, die ist wohl übrigens bemerkt magnetisch, klack, ihr habt es gesehen, da befindet sich der Lightning-Anschluss. Und zwar ist der so ausgelegt, ist also ein Männchenstecker, dass man den direkt so ins iPad reinstecken kann. Ihr habt ja gesehen, im Lieferumfang ist natürlich auch der passende Adapter mit dabei, dass man das auch an ein ganz normales Stromkabel anstecken kann. Noch was Interessantes zu der Klappe. Klugscheißer haben wir gleich noch mal ein bisschen rum. Ja, ich zeige euch die mal ein bisschen im Detail. Ihr seht schon, da sind so oben Löcher drin. Das hat tatsächlich einen technischen Hintergrund und zwar nicht, dass da irgendwie die Elektronik ausdampfen muss oder sonst irgendwas. Nein, das ist tatsächlich der Schutz, damit man nicht an der Kappe erstickt. Denn es kommt öfter mal vor, dass Leute an Kugelschreiberkappen tatsächlich ersticken, denn dieses kleine, ich sag mal, Käppchen hat normalerweise meistens so bei den meisten Menschen den Durchmesser von der Luftröhre und macht den perfekt zu, ganz besonders bei Kleinkindern. Und damit man eben noch weiterhin Luft dadurch bekommt und nicht gleich sofort erstickt, sind da oben Löcher drin, damit das eben nicht passiert. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen so gedacht, weil es gibt ja unheimlich viele Menschen, die nuckeln so an ihrem Bleistift rum, verschlucken das Ding, ersticken dran und damit sie eben nicht ersticken, sind da oben Löcher drin. Ja, das war es soweit erstmal zum Unboxing vom Apple Pencil. Wir sehen uns gleich wieder zur Abmoderation. So schnell geht's und schon ist das Video an dieser Stelle auch schon wieder vorbei. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen für dieses doch recht kurze Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch das Video mit einem Daumen runter bewerten. Daumen hoch schafft Motivation zum Weitermachen. Ja, ich mache natürlich noch ein paar Videos dazu zum Apple Pencil, wie das funktioniert, wie man den connectet und was man alles so damit macht und warum ich mir denn dieses doch sehr teure Spielzeug gegönnt habe. Dazu natürlich später wieder mehr in anderen Videos. Ihr könnt mich gerne abonnieren, das findet ihr jetzt hier an dieser Stelle eingeblendet. Natürlich geht es auch unten, wie immer. Das Video vom iPad Pro zur Apple SIM, was ich vorhin mal erwähnt hatte, das findet ihr hier eine Etage höher. Dort könnt ihr natürlich auch gerne draufklicken, dann werdet ihr zum Apple iPad SIM Video, Apple SIM Video. So heißt das. Oh Mann. Also das Apple SIM Video mit dem iPad Pro 9,7 Zoll. Für alle, die nicht wissen, was Apple SIM ist, schaut euch einfach das Video an. So, in diesem Sinne nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr auch Kommentare da lassen oder mir twittern. Twitter ist jetzt oben natürlich auch eingeblendet. Könnt ihr direkt draufklicken. Dann könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen. Ich habe auch eine Mailadresse. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Mails schreiben. Wie gesagt, Mittel und Wege gibt es genug, mit mir zu kommunizieren. Und in diesem Sinne, ja, recht herzlichen Dank zum dritten Mal jetzt, glaube ich. Aber was soll's? Lieber einmal mehr bedankt wie einmal zu wenig. Auf Wiedersehen. Tschüss.